Rentnerinnen und Rentner können ganz legal und ohne Tricks an die Energiepreispauschale kommen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Aufschrei in der Bevölkerung ist groß, 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner sollen die Energiepreispauschale nicht bekommen. Die Wut auf die Politik ist grenzenlos. Viele der Betroffenen protestieren und verlangen nach Gerechtigkeit. Das ist das eine, was Sie machen können, protestieren. Aber es gibt auch wirklich legale Möglichkeiten, wie Sie als Rentnerinnen und Rentner an die Energiepreispauschale kommen können. Und zwar haben wir drei Möglichkeiten. Erstens, Sie müssen zum 1.9.22 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung über 451 Euro nachweisen. Oder Sie haben am 1.9.22 einen pauschal versteuerten Minijob. Und zum Schluss, es reicht aus, wenn Sie im Jahr 2022 einer selbstständigen Tätigkeit als Rentner nachgegangen sind. Für das Arbeitsverhältnis ab dem 1.9. gilt grundsätzlich bitte abschließen im August 2022, weil wir den Stichtag 1.9.2022 haben. Da muss das Arbeitsverhältnis als bestehend existieren. Dazu schließen Sie bitte einen Arbeitsvertrag ab, schriftlich, und lassen sich bitte den Arbeitslohn, den Sie in irgendeine Lohnsteuerklasse, die für Sie zutrifft, versteuern lassen, dann auch tatsächlich auf Ihr Konto auszahlen. Wie lange Sie das Arbeitsverhältnis haben, ist erstmal ohne Belang. Für den Minijob gilt genau das Gleiche. Der Minijob muss am 1.9.22 existieren, bestehen als Arbeitsverhältnis. Daher mein Tipp, im August 2022 den Minijob abschließen und dann mit in den September hineinnehmen. Es reicht völlig aus, dass Sie in der Spanne von 10 Euro bis 450 Euro irgendwie einen Minijob-Arbeitslohn haben, Hauptsache pauschal versteuert. Und für die selbstständige Tätigkeit gilt, da reicht es aus, dass Sie irgendwann mal im Jahr 2022 eine selbstständige Tätigkeit als Rentner aufgenommen haben. Und dazu müssen Sie nichts weiter tun, als beim Finanzamt die selbstständige Tätigkeit anmelden und dann gegebenenfalls bei der Steuererklärung für das Jahr 2022 im Jahr 2023 diese Tätigkeit nachweisen. Dann kommt es möglicherweise, je nachdem, ob Sie Steuern zahlen oder nicht, zu einer entsprechenden Erstattung in Höhe von bis zu 300 Euro Energiepreispauschale auf die anfallende Einkommensteuer im Jahr 2022. Sie sehen, es gibt legale Möglichkeiten, wie Sie auch als Rentnerinnen und Rentner an die Energiepreispauschale herankommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.